Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Es ist Sonntagmorgen und heute habe ich mal keine Sonntagsbrötchen für euch am frühen Morgen, sondern einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch für GTA 5 für euch. Und dieser Glitch ist sowas von mega einfach. Er funktioniert solo, ist für PlayStation 4 und Xbox One. Ob das Ganze auch auf dem PC funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren für die PC-Spieler und dann unten in die Kommentare schreiben, ob das für den PC auch funktioniert. Vorneweg muss ich auch sagen, dass dieser Glitch, dieser Solo-Money-Glitch, nicht bei jedem funktioniert. Ich habe gehört, dass er bei manchen funktioniert hat und bei manchen nicht. Also dieser Glitch funktioniert nicht bei jedem. Also müsst ihr schon ein bisschen Glück haben, dass es bei euch funktioniert. Bei mir hat es Gott sei Dank geklappt, aber wie gesagt, bei manchen klappt es leider nicht. Mit diesem Glitch könnt ihr innerhalb von 2 Minuten, alle 2 Minuten, 2,8 Millionen GTA-Dollar machen und das wirklich alle 2 Minuten, ununterbrochen, alle 2 Minuten 2,8 Millionen GTA-Dollar. Es ist so mega einfach, Freunde. Ihr braucht dafür auch eine gewisse Vorbereitung. Ist nicht schwer, ihr braucht einfach nur, was ihr dafür benötigt, ist ein Biker-Clubhaus. Das ist wichtig, dass ihr ein Biker-Clubhaus habt und dass ihr einen Zweitcharakter habt. Ihr müsst einen Zweitcharakter haben auf eurem GTA 5 Account. Mehr braucht ihr nicht. So, und dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem Money Glitch. So, also als allererstes geht ihr ganz normal auf euer Handy und geht dann auf die Option Finanzen und Dienste und geht dann auf die Maze Bank drauf. So, dann tut ihr folgendes. Ihr geht einfach ins Hauptmenü und geht dann auf Abhebung. So, ihr geht einfach auf Abhebung und guckt mal jetzt erstmal meinen Kontostand. 220 Millionen habe ich jetzt gerade in dem Moment. Einfach mal merken. Dann geht ihr auf Abhebung und hebt 100.000 GTA-Dollar ab. Einfach abheben auf euer Bargeldkonto dann und geht dann einfach wieder aus dem Menü raus. So, was ihr dann macht, ihr geht auf Option, Online und dann auf Charakterauswahl. Das ist, was ich vorhin meinte mit dem Zweitcharakter. Dann müsst ihr in dem Punkt einfach euren Zweitcharakter wählen. So, habt ihr dann euren Zweitcharakter gewählt und wenn ihr keinen haben solltet, erstellt euch eben einen. Das ist ja nicht schlimm. Habt ihr dann euer Zweitcharakter gewählt und spawnt dann mit diesem nach 10 Stunden Ladezeit, dann tut ihr folgendes mit diesem Charakter. Jetzt achtet gleich mal auf meinen Kontostand bzw. auf das Plusgeld, was ich bekriege. Jetzt geht ihr einfach mit dem Zweitcharakter wieder aufs Ingame-Handy und zack, guckt mal gleich da oben, was da steht. Einfach aufs Handy wieder gehen und da seht ihr das, 2,8 Millionen GTA-Dollar einfach so gekriegt und mein Kontostand steht jetzt auf 222 Millionen. Gerade war er noch auf 220 Millionen und jetzt steht er auf 222 Millionen. Also ihr kriegt jedes Mal, wenn ihr das macht, 2,8 Millionen GTA-Dollar. Also leichter geht's echt nicht mehr. Und da habt ihr das Problem nämlich nicht. Zum Beispiel, wenn wir Autos duplizieren, ist es ja so, dass wir nach einer gewissen Zeit ein Tageslimit erreichen. Mit diesem Glitch erreicht ihr kein Tageslimit, Freunde. Das verspreche ich euch. Ihr könnt es den ganzen Tag machen. Leute, es ist Sonntag. Der ein oder andere muss nicht arbeiten, ist es keine Schule. Also setzt euch vor die Konsole und haut ordentlich rein, was das Zeug hält, Freunde. Weil die nächsten DLCs, ihr wisst Bescheid, werden wieder verdammt teuer, also könnte man gut Geld gebrauchen. Und man weiß leider nie, wann der nächste Money Glitch kommt. Also haut jetzt mal ordentlich auf die Kacke, Freunde, und macht diesen Glitch, weil ich gehe stark davon aus, dass dieser Glitch spätestens Montag gepatcht wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann zeigt mir das doch mit einem simplen Daumen nach oben, Freunde. Über ein Like würde ich mich riesig freuen. Wenn du mich an der Stelle noch nicht abonniert haben solltest, mein Freund, dann tu das doch ganz. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst von mir. Und da würde ich noch sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.